Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Apotheke zur Rose Box. Also wenn du Bock drauf hast, diese Herbstbox mit mir zu öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das Liebe zur Rose Team, denn die ermöglichen mir nicht nur diese Box hier öffnen zu können, sondern auch, dass ich in diesem Video tatsächlich zwei Boxen verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, die kostet 17,99 und soll irgendwie einen Warenwert von 76 Euro oder so beinhalten. Mega krass. Wir haben hier Pflege drin, wir haben hier Nahrungsergänzungsmittel drin und Wohlfühlprodukte, würde ich einfach mal so sagen. Stand heute, 2.10. 17.53 Uhr, kann man sie tatsächlich auch noch online erwerben. Ich packe euch mal den Link dazu unten in die Infobox. Ich verifiziere das kurz nochmal. Hier, jetzt haben wir 17.54 Uhr. Okay, es tut mir leid. Genau. Und genau. Da, sie ist noch verfügbar. Tada! Ne? Also wie gesagt, Link ist unten in der Infobox. Ich poste das auch gleich auf Instagram. Folgt mir da einfach mal. Ich heiße Aidoek P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, da poste ich halt auch solche Sonderaktionen von Boxen zum Beispiel oder neue Adventskalender, die rauskommen. Oder ich mache einfach mal eine Story darüber, wie mein Tag war und wie ich mich abschminke. Also schau da gerne mal vorbei. Ich habe hier auch ein Briefchen mitbekommen von der Zur-Rose-Box. Nein, von der Apotheke zur Rose, genau, weil das ist ja eigentlich eine Apothekenseite, eine Online-Apotheke. Liebe Claudia, ich freue mich, dir heute unsere neue Überraschungsbox mit dem Namen Herbstmomente zuzusenden. Hab viel Spaß beim Auspacken der Box und beim Ausprobieren der Produkte. Ich wünsche dir eine gesunde Zeit. Herzlichst, Vanessa. Mega lieb. Vielen Dank, liebe Vanessa. Ja, wir können wirklich eine gesunde Zeit gebrauchen, denn es kommt jetzt gerade ja so die zweite Welle auf uns zu, weil es ist ja so Erkältungszeit, ne? Und da kommt etwas auf uns zu, Leute. Wir sollten uns da entsprechend wappnen. Und wenn das heißt, dass man sich einfach abends mal eine heiße Zitrone selber macht, also einfach eine Zitrone nehmen, auspressen und dann mit heißem Wasser aufgießen und wer mag, kann sich dann noch ein bisschen braunen Zucker oder so mit reinmachen. Das ist sehr, sehr angenehm, lecker, finde ich. Und es ist wärmend und es ist halt Vitamin C und das stärkt die Abwehrkräfte. Nur so als kleiner Tipp. Okay, weitere Produkte finden wir garantiert auch hier in der Box. Ich habe gerade hier die Klebis entfernt. Denn diese wunderschöne Box, die ich übrigens auch sehr, sehr gerne als Geschenkbox verwende für Geburtstagsgeschenke, wird einfach mit zwei Klebis verschlossen. Okay, wir wurden dieses Mal nicht auf der Homepage geteasert. Dieses Mal sehen wir hier den Teaser. Und ich bin halt wirklich gespannt, weil du sollst 58 Euro damit quasi sparen können. Das finde ich Hammer. Ich gucke nochmal jetzt eben auf den Wert, was die Produkte wert sein können. Sollen 76, 73, das ist echt ganz schön hoch, finde ich. Ne? Also für eine Apothekenbox ist es echt der Wahnsinn. Hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box und die Sachen sind immer sehr, sehr gut gepackt, sodass ich die niemals im Leben wieder so reinbekomme. Das ist auch eine Box, wo ich jetzt nicht den Boxenpreis runterrechnen werde. Nicht nur, weil das irre viele Produkte sind, sondern weil ich da auch einfach mal der Apotheke zur Rose vertraue, dass wir hier diesen Wert haben, der ausgerufen wird. Ne? Okay, ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt. Und zwar ist es von Dermacell Bleib gesund, ein wohltuendes Mineralienbad aus dem Toten Meer. Das finde ich schön. Also das sind 80 Gramm. Wir haben leider keine Badewanne, ansonsten würde sie jetzt in dieser kalten Zeit von mir auch irre genutzt werden. Ergibt aber keinen Sinn für mich, sich nur für Herbst und Winter so eine Wanne halt zu holen, weil ansonsten gehe ich nicht rein, dann steht die rum, nimmt nur Platz weg und wir haben uns damals, als wir das Badezimmer hier renoviert haben, halt gegen eine Badewanne, aber dafür für eine sehr große und begehbare Dusche entschieden. Das war schon das Richtige, finde ich. Genau. Ja, für eine erholsame Auszeit für Körper und Geist mit Salbei, Rosmarin und Annika. Das ist ein Produkt, was ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne so in einen Adventskalender packen werde. Ne? Weil ich packe ja auch selber für Freunde und Familie und auch für euch Adventskalender. Und ja, da wird es auf jeden Fall für jemanden mit reinkommen. Dann haben wir hier noch ein weiteres Produkt für die Badesaison, sage ich jetzt einfach mal dazu, von Kneipp Badekristalle. Kleiner Gruß von Herzen mit Pfingst, Rose und Kamelie. Oh, das wird so herrlich riechen, Leute, ne? Aber dann hole ich mir lieber in diesem Duft eine Duftkerze oder so. Gibt es ja auch von Kneipp, ne? Hier riechst du leider nichts durch. Denn du bist einfach wunderbar. Das finde ich schön, ne? Das ist nett, das gefällt mir. Hier sind 60 Gramm drin.
So, jetzt kommen wir aber zu den Produkten, die ich auch auf jeden Fall verwenden kann. Und zwar hat der Marcel auch Masken. Masken und ich sind so, also ich liebe Masken. Bin aktuell dabei, meine Masken aufzubrauchen und nicht neue zu kaufen. Aber hey, wenn sie in Boxen drin sind, nehme ich sie gerne. Das hier ist eine Todesmeer-Mineralien-Feuchtigkeits-Gurkenmaske. Vitalisierende Frische mit Gurken, Urea und dem Mineralienkonzentrat DHB400. Für normale bis feuchtigkeitsarme Haut. Und ich habe feuchtigkeitsarme Haut. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das müsste dann ja auch eine... Nee, das ist keine Tuchmaske, das ist eine Sachetmaske. Das heißt, wir haben hier ein Produkt drin, was man sich dann auf das Gesicht auftragen kann. Da kann ich mir sogar fast vorstellen, dass man die 12 ml für zwei Anwendungen verwenden kann. Denn normalerweise brauche ich nicht so ultra viel bei diesen Crememasken. Denn es ist immer ganz nett. Finde ich schön. Das passt jetzt auch tatsächlich. Hier steht auch bis zu dreimal wöchentlich kann man sowas anwenden. Ne, das gefällt mir. Masken und ich, ach, das ist ein Traum, Leute. Eine Maske, Maskenart, die ich aber nicht so gerne mag, ist von Merz Spezial die Beauty Institute Peel-Off Maske mit Aktivkohle und Panthenol. Ich hatte die tatsächlich auch schon mal in einer Box und da haben mir auch viele geschrieben, Mensch Claudi, probier es mal. Auch mit empfindlicher Haut kann man eine Peel-Off Maske verwenden und man kann auch seine Haut so ein bisschen trainieren, indem man sie einfach mal ein bisschen malträtiert. Aber ich möchte das nicht. Nein, ich mag einfach keine Peel-Off Masken. Das ist bei unreiner Haut anzuwenden. Du hast hier zwei Sachets a 7,5 ml drin, aber die gebe ich lieber weiter, als dass ich sie behalte. Bei unreiner Haut nehme ich mir lieber einfach so eine Totes Meer oder eine Heilerdemaske oder sowas. Ne? Das gefällt mir einfach besser und ich finde es angenehmer für mein Gesicht, ganz einfach. So, Glühweingewürz nach Großmutters Originalrezept. Ja, vielen Dank, das finde ich ja geil. Wir trinken zwar keinen Alkohol und so, aber wir haben ja auch irgendwann mal Gäste und dann kann man das damit reinmachen. Den Packungsinhalt mit 0,7 Liter Wein oder Saft zum Sieden nicht zum Kochen bringen. Klar, dann verkocht der Alkohol, ne? Und 5 bis 6 Minuten ziehen lassen, dann abseilen. Also quasi durch ein Sieb wahrscheinlich. Ne? Nach Belieben mit Zucker, Honig oder Orangensaft verfeinern, heiß servieren. Also ich denke aber auch, dass man alkoholfreien Wein dafür verwenden kann. Dann hast du halt einen alkoholfreien Glühwein. Das finde ich auch ganz nett. Ja, ich habe halt das Problem, dass ich Migräne habe oft, also dass ich wirklich auf Kopfschmerzen habe und dann reicht es mir einfach, dass ich meine Migräne habe. Dann brauche ich nicht auch noch on top Katerkopfschmerzen. Deswegen trinke ich persönlich nicht so gerne Alkohol. Und mein Freund mag es halt einfach nicht mehr, ne? So, dann haben wir hier von Sukin, das ist auch eine Marke, die uns öfters in Apothekenboxen begegnet, Blemish Control, ein Clearing Facial Wash. Das sind 20 ml hier drin und damit kannst du deine Haut dann, ja, reinigen, ne? Das ist halt ein ganz normaler Cleanser. Du machst dir das auf die angefeuchtete Haut. Ich verwende solche cremigen Cleansing-Produkte gerne unter der Dusche. Also vorher schminke ich mich mit einem ölhaltigen Produkt ab. Da habe ich aktuell auch ein ganz, ganz tolles von Skin Natur in Anwendung. Und ja, dann später unter der Dusche mache ich dann nochmal die Tiefenreinigung. Das ist ja dieses Double Cleansing, ne? Da scheiden sich ja die Geister. Ich mag es ganz gerne für mich, muss aber jeder für sich selber entscheiden, inwiefern man das möchte und verträgt und so, ne? Ja, aber sowas finde ich ganz toll, weil das ist halt auch sanft zur Haut und jo, finde ich toll. Dann haben wir von Euboss auch wieder so eine klassische Apothekenmarke, Euboss Med Sensitive. Da. Für normale und trockene Haut. Genau, eine sensitive Feuchtigkeitscreme mit Thermalwasser, aktiver Zellschutzkomplex und Hydroregulativfaktor. Keine Ahnung, es ist eine medizinische Hautpflege und hier haben wir halt ein kleines Tübchen drin. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt drauf steht, wie viel drin ist. Ich glaube, bei den Euboss-Pröbchen steht es tatsächlich gar nicht mit bei. Ich würde jetzt hier tatsächlich, ich weiß nicht, 10 ml oder so sind da so drin, ne? Oder 5 oder so oder 7. Weiß ich nicht, ne? So ein Tübchen ist es halt. Aber zum Ausprobieren ist es gar nicht so verkehrt, finde ich. Und dass diese Box halt diesen Wert hat, beziehungsweise diesen Preis von 17,99, finde ich einfach so cool, weil du hier viele Produkte drin hast, die du individuell ausprobieren kannst und ja, einfach mal schauen kannst, ob dir die Produkte gefallen. Und wenn sie dir gefallen und wenn deine Haut das verträgt, kann man sie sich gegebenenfalls nachkaufen. Deswegen finde ich das manchmal ganz gut, wenn halt auch kleinere Produkte drin sind. So, dann haben wir hier von Euboss, das ist aber anders geschrieben, nicht Euboss Med, sondern Euboss Euboss, anspruchsvolle Haut Anti-Age, ein Hyaluron Repair Filler Night. Frische, aufgepolsterte Haut über Nacht unterstützt die Zellerneuerung ihrer Haut tiefenwirksam und dreidimensional. Hyaluron füllt die Feuchtigkeitsdepots. Ja, schön. Nett. Ne? Anti-Age kann man
fast nicht früh genug mit anfangen. 0% Mikroplastik, PEG und Mineralöle. Das finde ich cool, ne? Also das ist dann halt auch so naturfreundlich. Ja, sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. So ein kleines süßes Typchen. Wie gesagt, bei mir ist es halt so, dass ich diese kleineren Produkte auch gerne dann aufbewahre für Adventskalender, die jetzt so kommen. Und das ist dann für mich ganz praktisch. So große Produkte wie dieses hier probiere ich dann gerne mal aus von Pharma Verde. Zen Moment, Aroma Duschgel, sinnliche Auszeit für Körper und Geist mit natürlichen Extrakten. Ich weiß nicht, wenn ich das so sehe, wonach riecht das wohl? Ich würde jetzt aufgrund der blau-lila, leicht lilanen, fliedernden Verpackung so ein bisschen auf Lavendel tippen, aber auch einen sehr aquatischen Duft. Aber wir schnuppern mal dran, sofern man das kann. Und auch das war mal wieder ein Reim. Nee, das hat hier noch so eine Folie dazwischen, aber vielleicht kann man es doch irgendwie durchriechen. Nee, du riechst da gar nichts durch. Schade. Sowas, ne? Man würde ja gerne so ein bisschen was durchriechen, um herauszufinden, ob einem das gefällt. Die Pharma Verde Duschpflege verwöhnt die Sinne mit einem aromatischen Dufterlebnis und schenkt ein angenehm reines Hautgefühl. Auch das ist wieder ohne Parabene, ohne Mikroplastik, ohne Mineralöle und ohne PEGs. Nett, oder? 100 ml sind hier enthalten. Doch, das ist eine interessante Kiste. So, hier haben wir etwas. Artelac Splash Edu. Keine Ahnung. Schnelle und natürliche Befeuchtung, Gratisprobe. Ist das so ein Augending? Ich weiß nicht. Ich hätte, ja, hier hinten ist ein Auge abgebildet. Das sind Augentropfen. Ich habe das tatsächlich jetzt auch dadurch, dass ich viel, ich sitze auf der Arbeit von 8 bis 5 am Computer. Dann komme ich nach Hause, sitze hier vor der Kamera, was jetzt in dem Sinne kein Bildschirm ist, aber durch die Lichter und so. Dann sitze ich nachher am Laptop, schneide. Also immer wieder Bildschirm, Bildschirm, offene Augen und so, ne? Da kann ich sowas gut gebrauchen, das ist echt toll. Und hier hast du halt so ein kleines Produkt drin, beziehungsweise das sind hier so zwei Dinger davon. Und ich glaube, dass ich letztens einem Kollegen da auch geholfen hatte, das mal in die Augen reinzumachen. Das kommt mir nämlich gerade auch sehr bekannt vor. Ja, finde ich cool. Und das ist halt Tropfen, die du dir direkt in die Augen machst. Es gibt auch so Sprays, die du dir oft so in die Augen reinmachst. Beziehungsweise, ich hatte auch mal eins drin, ich glaube sogar in der Zurose-Box. Da machst du die Augen zu und dann kannst du dir das aufsprühen. Das steht nämlich bei mir auf der Arbeit. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Das ist jetzt blöd, ne? Aber trotzdem, das gibt es. Und das geht auch wirklich dann durch das Augenlid durch und das hilft wirklich, ne? Also wenn ich dann so wirklich so juckende, brennende Augen habe, ist das eine gute Geschichte. Aber das hier ist dann auch eine gute Alternative. Augentropfen kann man immer ganz gut gebrauchen. Und dann haben wir hier auch von Pharma Verde eine Handseife mit Orangenblüte drin. Das ist eine große Seife. Ja, und ich finde diese Stückseifen auch sehr, sehr praktisch. Ich persönlich habe ja auch so ein Seifenschälchen dafür und ich wechsle das gerne durch. Sowohl Stückseife als auch dann die Flüssigseife, weil eigentlich ist Stückseife so ein Stück weit umweltfreundlicher und vielleicht sogar ein bisschen, ich weiß nicht, günstiger sogar auch manchmal, ne? Ich glaube, die ist auch gar nicht so teuer. Ja, muss ich mal gucken. Orangenblüte kann man sehr gut als als Duft, ne, für Handseife nehmen. Riechst aber, doch, riechst du. Ein bisschen riecht man das durch. Riecht angenehm. Doch. So, dann haben wir hier auch wieder so ein Zweier-Set, das hatte ich auch schon mal drin, von Eucerin Urea Repair Plus. Das ist eine Urea Lotion und eine Handcreme. Und das ist halt jetzt auch in dieser ultrakalten Jahreszeit, wo die Haut ein bisschen rissiger wird, eine ganz gute Geschichte. Also ein Reiseset für trockene Haut. Reiseset, Leute, wir reisen jetzt nicht so viel. Vielleicht, wenn man so Richtung Weihnachten denkt, da wird man ja auch vielleicht so zur Familie reisen, ne? Dann macht das schon Sinn. Ja, aber ansonsten, hier hast du Urea, Ceramide und NMF in der Handcreme drin. Und bei der Bodylotion ist es einfach Urea. Eine Plus Body Lotion, 100 ml. Da weiß ich jetzt nicht, dass es jetzt überklebt, ne? Kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, aber auch das ein sehr, sehr sanftes, cooles Produkt, finde ich. So, dann haben wir, und ja, das kommt mir tatsächlich auch ein bisschen bekannt vor, ein Duschschaum, eine Duschschaumcreme, sanft entspannend von Spitzner. Das ist diese hier. Und die habe ich tatsächlich auch schon immer in meinem Backup-Duschkarton, weil die echt gut riecht. Die gefällt mir. Das ist so pudrig, angenehm und das riecht, als hätte es noch irgendwie sowas mit dabei, was mir gut tut, was meinem Körper einfach gefällt, wenn ich damit unter der Dusche stehe, weil hier ist auch Jasmin drin, genau. Ha, ich liebe Jasmin.
erleben Sie extra cremigen Schaum, der Ihre Haut spürbar samtweich pflegt. Das sinnliche Bouquet erinnert an Jasmin, Rose und Sandelholz, gefolgt von exotischen Holznoten und Orchidee. Seidiger Schaum und milde Tenside reinigen die Haut spürbar sanft. Hautfreundlicher pH-Wert. Dermatologisch getestet, von einem unabhängigen Institut, Note sehr gut. Das finde ich nett, ne? Das ist cool. Kann man nichts zu sagen. So, dann haben wir hier noch ein Serum drin. Und zwar ist das von Medipharma Cosmetics, das Hyaluron Booster Serum mit pharmazeutischem Hyaluron. Und das soll deinem Gesicht Energie geben. Und das ist halt eine Full Size, ne? Das ist echt ein großes Produkt. Belebt fahlwirkende und müde Haut für einen strahlend frischen Teint. Das ist nett. Das kann man gebrauchen, ne? Ich brauche immer einen strahlend frischen Teint. Genau. Und was haben wir hier drin? Ich glaube, genau, 30 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist halt auch so ein, ja, ich glaube, so ein Hochpump-Ding, oder? Wir gucken uns das mal an. Weil das finde ich immer super praktisch, wenn du, wenn sich das halt so nach oben erhebt. Das sieht jedenfalls so aus, ne? Dass man das halt so hochpumpt. Und dann kriegst du das halt ganz gut da immer raus. Sieht sehr, sehr nice aus. Ja, finde ich gut. Also manche Produkte habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal gesehen. Also irgendwie habe ich so ein kleines Déjà-vu, glaube ich. Aber eine Geschichte haben wir noch, wobei auch da habe ich ein kleines Déjà-vu. Eubos In A Second Vitamin Power Boost. Das ist eine Stärkungskur, Zellschutz und starke Hautbarriere mit Vitaminkomplex und Multimoist CLR. 7 Kurampullen mit Sofortwirkung. Das ist ja ein Ampullenset. Und ja, ich wusste, bevor ich das andere mal in den Händen gehalten habe, ich weiß gar nicht, in welcher Box das drin war, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Eubos auch Ampullen herstellt, habe aber letztens auch bei der lieben Cindy, Rosa87 Lee, gesehen, dass sie auch Eubos Ampullen getestet hat und ja, gestern habe ich das tatsächlich gesehen. Fand ich ganz cool, ne? Also Ampullen kann man nie genug von haben. Es ist eine schöne Alternative zu einer Gesichtsmaske oder zu einem Gesichtsserum. Und Leute, das war jetzt der Inhalt von der Herbstmomente Box von der Apotheke zur Rose. Wie gesagt, 17,99 kostet die und in diesem Video kannst du 2 gewinnen. Also wenn du dich nicht auf das Glück verlassen möchtest, kannst du gerne mal in der Infobox vorbeischauen und dir einfach mal eine sichern. Und man hat hier einfach auch schöne Produkte drin, die man gegebenenfalls selber verwenden kann oder in einen Adventskalender geben kann oder an die Mama oder wen auch immer weitergeben kann. Also ich denke, durch solche Boxen hat man halt einfach die Möglichkeit, so ein paar Backup-Geschenke da zu haben. So geht es mir auf jeden Fall. Und ja, die Box hat mir auf jeden Fall gefallen. Man wird hier schön gepflegt. Vielleicht wäre ganz cool gewesen, noch irgendwie so ein Haarprodukt mit drin zu haben. Wobei man auch eigentlich diese Stück Seife auch als sehr tiefen reinigendes Shampoo verwenden könnte. Ja, aber ansonsten wird man hier ganz gut gepflegt. Das hat mir gefallen. Doch, eine schöne Box. Und ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 17,99 € zu 76 € passt halt auch safe, ne? Da kann man nicht meckern. Und ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!